Hallo, meine Blogtour ist jetzt vorbei. Das heißt, der letzte Beitrag ist erschienen und jetzt geht es noch darum, 10 Exemplare von Weiblich Jung Flexibel zu verlosen. Ich habe alle Leute, die während meiner Blogtour kommentiert haben, auf Zettel geschrieben und in einen Hut getan und jetzt werden 10 Lose gezogen. Ich werde das allerdings nicht selber machen. Ich habe dafür 10 Leute aus Mainz und Umgebung zusammengesucht. Alles Leute, die ich irgendwie interessant oder bemerkenswert finde. Und zu denen gehe ich jetzt. Starten wir doch direkt. Meine erste Losfee ist Debbie. Debbie hat einen Friseursalon in Mainz, einen ganz besonderen, wie ich finde, denn sie hat eine gewisse Vorliebe für eine bestimmte Ära und einen ganz bestimmten Stil. So, ich habe ein Los. Und gewonnen hat Philo. Zum Beweis könnt ihr mal gucken, Philo. Viel Spaß beim Lesen wünsche ich euch. Hallo liebe Teilnehmer, ich ziehe das nächste Los für das Gewinnspiel. Und zwar haben wir hier die Katja vom Blog Bücherchaos. Herzlichen Glückwunsch. So, das war der Nils ohne viel Firlefanz. Und jetzt muss ich mal ein Stück fahren, weil die nächsten Losfeen trainieren hier in einem Vorort und sind in dem, was sie machen, Weltmeisterinnen. Und zwar im Kunstradfahren. Geht's schon los? Ja. Okay. Gewonnen hat die Juliane von dem Blog Lecture of Life. Oh, gewonnen hat Libri Holly, wenn ich das richtig ausspreche, die auf dem Blog Chocolate Pony kommentiert hat. Ja, wüsste ich jetzt auch nicht. So? Libri Holly, ja, irgendwie so. Wir schreiben es auch nochmal in die Beschreibung vom Video. Okay. Mit hingucken, dann könnte man denken, du so, siehst genau. Jetzt. Ja, kannst auch hingucken, aber ja, stimmt. Ohne hingucken sieht es fairer aus, glaube ich. Okay. Also, die erste Runde im DFB-Pokal, es spielt Bayern München, nee. Oh, cooler Name, es hat gewonnen Plecky Books. Okay. Lecture of Life. Willst du auch Glücksfee sein? Nee, will er nicht. Okay, dann fangen wir nochmal an. So. Wen haben wir denn? Steffi von Blossom Books. Okay. Claudias Bücherregal. Herzlichen Glückwunsch. Und ich wünsche allen los hier natürlich auch weiterhin ganz viel Glück. Hallo aus dem Büro, wo die Style organisiert wird. Mein Name ist Christian. Ich ziehe das nächste Los. Jetzt hier für alle, die teilgenommen haben. Ich darf natürlich nicht hingucken. Und ich ziehe Angel 2212 hat teilgenommen auf Lecture of Life. Darf ich das zeigen? Darf ja, ich zeigen? Klar. Ja, genau. Haben wir drauf. Herzlichen Glückwunsch. Tada! Und es wird Elke, die auf Lecture of Life gepostet hat. Das war's von mir. Tschüss! Hi. So, jetzt ziehe ich mal. Die Gewinnerin ist die Laura aus dem Blog Libromanie. Kannst du noch zeigen? Dann sehen wir es. Die Laura, aber gut, Laura, manchmal sind die Namen so schwierig, aber Laura. Ja, Laura geht. Ja. Glückwunsch. Viel Spaß beim Lesen. Das ist das Bukowski. Da habe ich meine erste Lesung gehalten, also die Buchpremiere. Da wartet die nächste Losfee. Ah, hallo, ich bin der Marc Brocker von Bukowski und ich ziehe das letzte Los von Filippo Marinings Blogtour. Und gewonnen hat Pimi vom Blog Schmetterlingsliteraturreise. So, euch allen viel Spaß mit euren gewonnenen Büchern. Ciao. Das waren die 10 Losfeen. Von mir auch nochmal herzlichen Glückwunsch an all die Gewinner. Ich hoffe, dass ihr viel Spaß mit Weiblich Jung Flexibel habt. Und ja,
das war's dann von mir. Vielleicht sieht man sich ja mal bei einer Lesung oder bei irgendeiner anderen Aktion. Wenn ihr da Interesse habt, guckt einfach auf meine Website oder auf meine Facebook-Seite. Da halte ich euch auf jeden Fall auf dem Laufenden. Tschüss!